Kommunikation ist eine intellektuelle Herausforderung. Und dem ist sich auch der Schweizerische Verband für interne Kommunikation bewusst. Neben verschiedenen Weiterbildungen und Konferenzen während dem Jahr wählt der Verband auch jedes Jahr den Kommunikator vom Jahr. Also den Geschäftsführer, der die interne Kommunikation vorbildlich lebt. Auswählen tut der Constanze Jecker mit ihren Jurykollegen. Also der muss eine exzellente Führungskraft sein, die nahbar ist, die nachvollziehbar ist, warum sie etwas umsetzen will, warum sie zum Beispiel Change-Prozesse auch umsetzen will. Und er muss diese Leistungen auch wirklich ausweisen können. Also es reichen nicht schöne Worte, sondern es muss gelebt sein. Dieses Jahr ist es der Luzerner Philipp Gmür, CEO der Helvetia-Gruppe. Ich bin natürlich überrascht, dass ich die Auszeichnung überhaupt bekommen habe. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es das gibt. Umso mehr bin ich heute erfreut. Beim Zusammenschluss der beiden Versicherungen National Suisse und der Helvetia im Jahr 2014 spielt er eine grosse Rolle. Bei der internen Kommunikation setzt er vor allem auf Transparenz. Man soll die guten Botschaften und die Botschaften, die vielleicht auch wehtun, klar ansprechen und offen sein, auf offene Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Man soll bereit sein, sich auch der Kritik zu stellen. Und man soll bereit sein, sich an dem, was man einmal versprochen hat, auch zu messen. Für die Constanze Jecker zeigt sich gerade in schwierigen Situationen, wer ein wirklich guter Kommunikator ist. Im normalen Alltag von Unternehmen kann jeder schöne Worte machen, aber richtig schwierig wird es ja erst in Transformationsprozessen oder in Fusionen, wie die Helvetia das auch erlebt hat. Und ich glaube, da hat Herr Gmür einen super Job gemacht. Der Philipp Gmür hat aber nicht mit dem Preis gerechnet. Eine gute interne Kommunikation machen wir ja nicht, um einen Preis zu gewinnen.